herzlich willkommen zu meiner Game Room Tour. Die neue ist schon lange überfällig. Ich bin ja mittlerweile, oder wir sind mittlerweile umgezogen. Und ich habe jetzt dadurch auch die Möglichkeit gekriegt, meinen eigenen Raum, sage ich mal, ein eigenes Reich da zusammenzuschustern, habt ihr ja vorhin gesehen. Ja, habe ich mir gedacht, da das jetzt momentan wohl in Mode ist, dass da jeder so seine Sachen zeigt, mache ich das einfach nochmal in upgedateter Form. Ja, meine NES-Sammlung ist nicht die größte, aber ein paar Sachen sind dann doch dabei. Die zwei Kisten übrigens, die habe ich vom Flohmarkt ergattern können, sagen wir es mal. Hier in dem Ordner habe ich meine Gameboy-Spiele drin. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Lösung mit den Folien. Wenn ich mal Lust auf irgendein Spiel habe, dann suche ich mir das hier aus und einfach raus und rein in den Gameboy und dann ist gut. Die Sega Saturn-Sammlung. Wie gesagt, also ich habe nicht die größte Sammlung, aber ich habe von allem etwas von den Sachen, die mir Spaß machen. Oder die ich einfach günstig gekriegt habe. Mega CD. Ja, ein bisschen angestaubt muss ich mal wieder meine Frau anbetteln, dass sie da ein bisschen Staub wischt. Apropos meine Frau, viele fragen mich auch, sag mal, was hält denn deine Frau davon, wenn du da so viel Zeug hast und was sagt sie eigentlich dazu? Hat sie nichts dagegen? Erlaubt sie dir das? Oder ja, ich denke mal, das kann sie euch am besten selbst erklären, beziehungsweise in ihren Worten würde sich das Ganze so anhören. Psycho. Echt? So, nach dieser wissenschaftlich-psychologischen Analyse von meiner Frau können wir auch direkt weitermachen. Ich habe das eigentlich relativ simpel gehalten. Die Controller liegen nicht irgendwo rum, die habe ich separat in der Kiste. Wenn es mal eine Konsole gibt oder ein Spiel, sag ich mal, wo ich Lust drauf habe, dann nehme ich den entsprechenden Controller für die Konsole und dann stöpsel ich den an und so liegt das alles nicht auf dem Weg rum. Mein Philips Videopack habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Vielleicht kann mir da der eine oder andere mal einen Tipp geben. Irgendwie ist das nicht meine Konsole. Hier habe ich meine losen Game Gear Spiele drin. Auch ein paar, auch nicht so die Welt, aber sind das Links-Spiele? Die haben da nichts zu suchen. Muss ich mal gleich raus tun. Sehe ich auch erst jetzt in dem Video. Live. Halb live. Egal. Meine Super NES-Module. N64 auch nicht so viel. Hier sind die mit der Originalverpackung. Dann das Nintendo 64. 3DS, DS. Auch nicht so viel. Aber ich muss auch nicht alles haben. Ich habe eigentlich nur das, was ich größtenteils spiele, sag ich mal. Klar habe ich das eine oder andere Spiel, was ich bestimmt noch nicht mal drin hatte in der entsprechenden Konsole, aber im Großen und Ganzen sind das eigentlich alle Spiele, die ich auch wirklich spiele. Ja, das Rival Schools, da ärgere ich mich immer noch drüber. Das habe ich vom Flohmarkt gekauft. Ich meine, ich kenne eigentlich die Regel, dass man immer mal, beziehungsweise man sollte immer reinschauen, aber da fehlt die erste CD, beziehungsweise die Arcade-CD von Rival Schools und das hat mich dann im Nachhinein wirklich geärgert. Ich habe nicht reingeguckt gehabt. Aber was soll's, es gibt Schlimmeres. Das ist die PS1-Sammlung.
Oben noch ein bisschen Kram. Dann haben wir hier oben noch die Mega Drive Sammlung. Falls ich euch zu schnell filme, tut's mir leid. Aber das ist so weit oben, da habe ich einen Krampf gekriegt. Falls ihr die einzelnen Titel nicht erlesen konntet, müsst ihr pausieren oder ihr fragt mich nach einer Liste oder was auch immer. Ja, so mein Krempel, Ersatzteillager. Ja, das ist mein alter Schrank, der war schon mit drin im Haus. Meine Figuren, die ich mal hier und da aufgeschnappt habe. Mein alter Gameboy mit Pixelfehler, muss ich auch mal korrigieren. Hier habe ich so meine Tauschen-Verkaufen-Ecke, sag ich mal. Das, was ich doppelt habe oder nicht haben möchte. Da unten habe ich meine Zeitschriften und meine Amiga 500 Spiele sind auch in dem Schrank. Ein paar Werkzeuge, Lötkolben. Da unten habe ich noch mehr Controller. Die unterm Fernseher sind, sind immer nur jeweils einmal. Und falls mal Freunde, Kollegen kommen, Bekannte, dann und wir eine Runde spielen wollen, dann habe ich da noch mehr. Ja, das ist meine Vitrine, meine Glasvitrine, wo ich in meinen Augen so die etwas selteneren Sachen zur Schau stelle, will ich nicht sagen, aber ist so. Aber was soll man sonst mit einer Vitrine machen, ne? Falls jetzt irgendwelche Leute sagen, das ist doch gar nicht selten. Für mich ist es halt etwas, was man... Also die Sachen, die da drin sind, die kann man da ruhig so hinstellen, meiner Meinung nach. Das Castlevania 2 habe ich übrigens von X-Games für 5,90 € oder sowas komplett wie neu. Ja, mein 2002 gewonnener Pokal... Ich habe damals Counter-Strike gespielt, aktiv. Das ist auch schon länger her. Ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich. Ein kleiner Gesamtüberblick der Geschichte. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Sind wir schon am Ende? Oh, ich sehe das hier schlecht. Mal dort drehen, hier drehen. Noch sind wir nicht am Ende, aber gleich bestimmt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, Bewerten, Abonnieren und so weiter und so fort. Und ja, jetzt werden natürlich wieder viel mehr Videos folgen. Der Umzug ist geglückt. Viel Spaß beim Zocken, bis zum nächsten Mal.